ESTV, Videos aus der Region. Zum letzten Heimspiel in der Bezirksliga Neckarfilz traf der Meister FC Esslingen auf den Tabellenzweiten VfL Kirchheim. Bevor die Partie im Sportpark Weil allerdings angepfiffen wurde, gab es zum Aufstieg in die Bezirksliga für die Frauen des FC Esslingen den Meisterwimpel, gefolgt vom Wimpel für den Aufstieg in die Landesliga für die Männer vom Württembergischen Fußballverband. Das Spiel startete eher verhalten. Torchancen waren Mangelware bis zur 25. Minute, dann die Notbremse von Marcel Helber. Klarer Fall, rote Karte. Kirchheim damit nur noch zu zehnt. Der folgende Freistoß dann über das Tor der Kirchheimer. Die beste Möglichkeit der Partie dann nach 37 Minuten. Die Latte aber verhindert das 1:0. Der Nachschuss abgeblockt. Kurz vor der Halbzeit noch eine Möglichkeit, ein Tor sollte aber in der ersten Hälfte nicht fallen. So also 0:0 zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang tat sich der FC Esslingen weiter schwer gegen gut verteidigende Kirchheimer. So dauerte es bis zur 74. Minute. Dann aber das 1:0 für den FC Esslingen durch Davut Wehab. Nur eine Minute später. Erneut Esslingen im Angriff. Und das 2:0. Torschütze, diesmal Anastasios Ketsimenidis. Doppelschlag also des FC Esslingen. In der 87. Minute Elfmeter für den VfL Kirchheim. Sicher verwandelt durch Tobias Heim. Die Esslinger aber machten quasi im direkten Gegenzug jegliche Hoffnung der Kirchheimer auf den Ausgleich zunichte, das 3:1 durch den eingewechselten Luis Mayen. Kurz darauf der Abpfiff der Partie und wir haben den Kapitän der Esslinger, Georgios Natsis, im Interview. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Aufstieg in die Landesliga. Heute nochmal zum Abschluss ein 3:1 Heimsieg gegen den Tabellenzweiten VfL Kirchheim. Ihr habt ja letzte Woche eigentlich schon klar gemacht. Aber erzähl mal, wie ist deine Gefühlslage jetzt nach dem heutigen Spiel und mit dem Aufstieg? Ja, wir sind einfach mega glücklich. Wir haben uns das Ziel vor der Saison einfach gesetzt, dass wir eine tolle Runde spielen wollen, dass wir auf dem Ergebnis der letzten Saison aufbauen wollen. Und dass wir am Ende alle Heimspiele hier gewinnen, 17 von 17, ist natürlich mega. Und das vor dieser Kulisse heute zu krönen, ist was ganz Besonderes. Der Trainer Christian Ehrenberg weiß, was sein Team in der kommenden Saison in der Landesliga erwartet. Das ist eine ganz neue Herausforderung. Die wenigsten Spieler bei uns im Kader haben schon mal Landesliga gespielt. Ja! Ist für viele was Neues, auch für uns Trainer. Von daher auf jeden Fall erstmal die Aufgabe, uns da wieder zu etablieren. Es wird total schwer, weil wir jetzt einfach wieder gegen ein ganz anderes Team spielen. Vielleicht wird sich der Fußball auch ein bisschen verändern. Jetzt waren wir mit Abstand, würde ich sagen, einer der spielerisch stärksten Mannschaften, vielleicht die stärkste. Nächstes Jahr wird es anders sein. Und unser Ziel ist jetzt erstmal im ersten Jahr da so eine Runde zu spielen, dass wir uns am Ende keine Sorgen machen müssen. Das ist so der Plan. Zum Abschluss der Saison tritt der FC Esslingen aber noch beim TSV Köngen an. Der VfL Kirchheim muss zum SV Ebersbach-Vils und kann mit einem Sieg und etwas Glück noch den Relegationsplatz sichern. Wir aber gratulieren dem FC Esslingen zum Aufstieg in die Landesliga.